auf alle Teilnehmer am IoT-Talk, IoT-Quo Vadis recht herzlich begrüßen. Es freut mich, dass Sie so zahlreich teilnehmen. Mein Name ist Peter Rass. Ich werde Sie heute durch diesen Talk moderieren und auch im anschließenden Coffee-Talk für Sie als Moderator zur Verfügung stellen, Ihre Fragen beantworten und das ganze Event quasi durchbegleiten. Einige organisatorische Hinweise zu dem IoT-Talk. Ihre Mikrofone und Ihre Videogeräte sind während des Talks abgeschalten. Sie können aber jederzeit gerne Ihre Fragen im Chat stellen. Unsere Experten werden die Fragen dann in möglichst großer Tiefe beantworten, wenn das nicht während des Talks möglich ist oder wenn Sie weitere vertiefende Informationen brauchen, dann können wir das ja gerne in den Coffee Talk verlagern. Der IoT-Talk jetzt wird aufgezeichnet und steht Ihnen dann als Videostream zur Nachlese zu dem Event zur Verfügung. Und den Link zum Coffee Talk werde ich Ihnen noch in den Chat posten. Das ist ein klassischer Teams-Link, mit dem wir dann quasi auch mittels Video und Voice kommunizieren können. Das Thema IoT ist einer der wesentlichen Themen wird als Game-Changing Technology letztendlich bezeichnet bei der digitalen Transformation von Gesellschaft und Wirtschaft, in der wir uns heute aktuell befinden. Nachhaltigsten kann man das an Fakten festmachen, die von Analysten stammen. So wird das Marktvolumen von IoT-Lösungen aktuell auf ca. 4,3 Milliarden Euro in Österreich geschätzt. Bis 2025 soll sich das Volumen verdreifachen. Weltweit soll sich das Volumen bis 2025 sogar vervierfachen auf über 2 Billionen US-Dollar, und es wären abhängig vom Analysten, den man sozusagen zu Rate zieht, zwischen 50, 70, 80 Milliarden Devices vernetzt werden. Was heißt das aber nun für Menschen und Wirtschaft, wenn in Zukunft Dutzende Milliarden von Devices in Echtzeit miteinander kommunizieren und mit anderen Systemen sich austauschen? Was sind die Anwendungsszenarien dazu? Wer profitiert davon und auch welche ethischen Fragen werden in diesem Zusammenhang aufgeworfen? Um diese Fragen zu beantworten und einen Überblick quasi zu geben, wohin quasi sich IoT entwickeln wird, haben wir zwei namhafte Experten zu diesem Talk eingeladen. Einer davon ist der wohlbekannte Michael Altrichter. Er ist Innovator, Business Angel und Impact Investor und ist auch sozusagen ehrenamtlicher Startup-Beauftragter der Bundesregierung. Und die meisten von Ihnen kennen ihn sicher aus der Puls 4 Startup Show 2 Minuten 2 Millionen. Als zweiten Vortragenden haben wir Thomas Kanzler gewinnen können. Er leitet das internationale IoT und Artificial Intelligence Business der A1 Digital. Und ist quasi seit 10 Jahren im IoT-Geschäft tätig. Er selbst ist Miterfinder eines IoT-basierenden Wearables, das quasi 2018 auf der CES in Los Angeles, in Las Vegas vorgestellt wurde. Und er ist Vorstandsmitglied des IoT-Councils innerhalb der Europäischen Technology Chamber. Das heißt, wir haben auf jeden Fall sehr viel Wissen heute in unserem IoT-Talk. Und ich freue mich schon auf interessante Insights, die wir jetzt bekommen werden. Und Michael, the floor is yours and bitte starte deine Präsentation. Ja, lieber Peter, vielen Dank für die einleitenden Worte. Ein herzliches Grüß Gott und Servus in die Runde. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Ich darf gleich voll hineinspringen und gleich mit einem Statement beginnen. Ich glaube, das ist jedem bekannt, dass wir derzeit in der größten Veränderung der Menschheit stecken. Ich glaube, das ist bei jedem schon angekommen. Es geht bei uns um die Zukunft, um die Wurst. So schnell, so fundamental hat sich die Menschheit noch nie geändert. Und wir wissen, das kommt aus drei großen Bereichen, aus drei großen technologischen Sprüngen. Auf der einen Seite haben wir eine Unmenge von Daten, die wir erfassen und verarbeiten müssen. In den letzten 2 Jahren wurden so viele Daten erzeugt wie in der gesamten Menschheit davor. Also wir haben so einen riesigen Datenwust, der kaum überschaubar ist. Zweitens, wie wir wissen, nimmt die Rechnergeschwindigkeit immer zu. Das Moore'sche Law ist bekannt. Alle 18 Monate verdoppelt sich die Rechnerleistung.
Und drittens wird die Welt immer stärker vernetzt. Wir haben schon unglaubliche 46 Milliarden Geräte am Internet hängen. Das ist 6-7 Mal so viel, wie wir Menschen auf der Erde sind. Und da kommen jeden Tag noch 50 Millionen hinzu. Und die Klammer über diesen drei Technologiesprüngen ist das Zauberwort IoT. Das passt in alle drei Dimensionen rein und ist gerade dabei, unser Leben fundamental zu verändern. Da bleibt die Frage, wer treibt die Veränderung? Sind das die Corporates? Sind das die Startups? Oder sind wir das als User? Da springen wir vielleicht zur nächsten Seite. Ich darf euch einen kurzen Überblick geben über die Lage der Startups in Österreich, die leider international etwas mehr als überschaubar ist. In Österreich, ihr seht das ganz unten, wer es lesen kann, wir sind Schlusslicht in Europa. In Österreich werden gerade einmal etwas über 200 Millionen Euro insgesamt in Startups investiert. Das ist international verglichen viel zu wenig. Da sind wir leider Schlusslicht. Da dürfen auch die beiden tollen neuen Fundingrunden, die der ein oder andere sicher gehört haben, nicht darüber hinwegtäuschen. Wir haben in Österreich jetzt endlich nach vielen Jahren gleich zwei Unicorns. Wer den Begriff Unicorn noch nicht kennt, ein Startup, das über 1 Milliarde wert ist. Bitpanda hat gerade unglaubliche 300 Millionen Euro geraced und ist somit 1,5 Milliarden wert. Und auch das Unternehmen Ghost Student hat vor kurzem 270 Millionen Euro geraced und ist ebenfalls über 1 Milliarde wert. Also mit diesen beiden Startups spielen wir jetzt mal ein bisschen mit. Und bei den großen Boys, da muss man leider dazu sagen, dass das Geld, das hier investiert wurde, so fast ausschließlich nicht aus Österreich stammt, leider von außen. Noch eine ganz kurze Einsicht in die Startups-Szene. Hier gemessen am an den Investments in Startups gemessen am per capita, also pro Einwohner. Wer es lesen kann, wir sind wieder ganz rechts, vorletzter hinter Portugal, also Österreich gibt am wenigsten aus, hinter uns kommt nochmal Portugal pro Kopf für Startups. Da ist leider ein bisschen der Zug für uns abgefahren. Das schaut leider ein bisschen trostlos aus, aber was ja sehr interessant ist, es gibt auch noch Chancen für Österreich und das könnte das Thema IoT sein. Vielleicht darf ich da kurz auch meine Zahlen, wer schon heute den einen oder anderen Vortrag gehört hat, wird schon andere Zahlen vielleicht gehört haben. Ein riesiger Markt, der auf uns zurollt, die 46 Milliarden Devices habe ich bereits erwähnt und der globale IoT Revenue ist zig Milliarden hoch. Wir haben das auch von Peter schon gehört, da hat jeder sicherlich eigene Zahlen, sehr interessant. Was ich sehr spannend finde, ist, dass es weltweit nur 1.200 Unternehmen gibt, die im IoT tätig sind, 1.200 Startups wohlgemerkt. Das ist eine überschaubare Zahl und von diesen 1.200 Startups, die sich mit IoT beschäftigen, kommen 85 aus Österreich und das finde ich einen sehr, sehr hohen Schnitt. Das sind ja irgendwelche 7-8%, was Österreich jetzt am Weltmarkt derzeit hat im Bezug auf Startups und da finde ich, da hat Österreich die Chance, diesen Gap noch aufzuholen, dass wir dieses weit zurückliegen hinter Silicon Valley und auch hinter London und Berlin und die ganzen Startups haben, die wir kennen. In der IoT hat Österreich die Chance, noch international zu reüssieren. Die Frage ist, wie gehen wir das an? Und da gibt es halt mehrere Ansätze. Natürlich können Startups das aus Österreich heraus versuchen, so wie wir es vorher gehört haben, ein Ghost Student oder ein Bitpanda, dass sie die international Geld holen. Eine andere Möglichkeit wäre, dass sich natürlich diese IoT-Startups mit Corporates verbandeln und verbinden. Das ist auch sinnvoll, weil es sehr oft der Fall ist, dass das IoT-Startup kein sogenannter Venture Case ist, wie eben eine Ghost Newton oder Bitpanda, sondern ein bisschen langsam und überschaubarer wächst und nicht so radikal. Und das ist natürlich dann oft angeraten, dass sich Startups auch mit der Corporates verknüpfen. Und deswegen finde ich das gerade so spannend, dass auch die A1 sich dieses Thema annimmt, auf IoT setzt und auch in diesem Bereich auf Kooperationen mit Startups. Das finde ich extrem spannend in dem Bereich, weil man da die Stärken von beiden Seiten ausnutzen kann. Der Corporate hat gewisse Vorteile und das Startup hat natürlich auch den einen wesentlichen Vorteil. Es darf und muss und soll disruptiv sein. Ein Startup darf und muss sich sogar jeden Tag neu erfinden. Ein ganz junges Gründerteam disruptiert ja meistens und muss sich an keine Konventionen oder was auch immer an Märkte halten. Ein Startup kann einfach sagen, ich erfinde mich komplett neu, was bei einem Corporate wiesenermaßen ein bisschen schlechter ist, das seit Jahren und Jahrzehnten erfolgreich am Markt ist und weiter wächst. Ein Corporate fragt sich nicht jeden Tag,
wie muss ich mich beschäftigen, damit ich nicht wegdisruptiert werde. Also ein Unternehmen erfindet sich ja nicht mehr, ein Corporate erfindet sich nicht mehr selbst. Ein Startup kann das sehr wohl tun. Also eine Zusammenarbeit zwischen Startups und Corporates ist sehr sinnvoll. Und nochmal, da finde ich es wirklich toll, dass die A1 hier Maßstäbe setzt. Ich darf vielleicht zwei Beispiele nennen aus meinem Umfeld, die im IoT tätig sind. Ich glaube, die Line Matrix ist weithin schon ganz bekannt. Sie machen Smart Buildings, also wir wissen alle, es gibt kaum mehr Räume oder Gebäude, wo nicht Dutzende oder eine Unzahl an Devices eingebaut sind. Und Line Matrix geht hier federführend einen sehr, sehr guten Weg und ist da auf dem Weg, hier Marktführer zu werden im Bereich IoT bei Buildings. Ein zweites Beispiel möchte ich euch noch vorstellen, und zwar ist das ein sehr frühes Unternehmen, ein Unternehmen, das von der TU Wien kommt. Ihr wisst ja, da gibt es das Innovation and Incubation Center der TU Wien, wo Forscher sozusagen angehalten werden, ihre Forschungen in Unternehmen auszugründen. Und da möchte ich euch nur eines vorstellen, und zwar nennt sich das Turbulent Solution, ist wahrscheinlich noch nicht sehr bekannt, ist in einer sehr, sehr frühen Phase. Aber Turbulent Solution macht Flügel einfach intelligent. Der Flügel erkennt Strömung und Strömungsabrisse sehr, sehr früh und reagiert eigenständig darauf. Ja, das finde ich eine ganz smarte Anwendung. Und zwar, wir sehen hier auf der Slide die Analogie. Bleiben wir mal zunächst bei der Hand. Also es gibt natürlich schon viele mechanische Greifhände, Roboter. Aber was es noch nicht so gibt, ist, dass diese Roboter Hände fühlen. Die Hand hat eigentlich, und die menschliche Hand besteht zu 70% aus Tastsensoren und nur 30% aus mechanischen Eigenschaften. Es ist diese komische Illustration von dem Mandel. Also wenn wir die Relationen sehen würden von den Tastsinn zu den, also von den Fühleigenschaften zu den mechanischen Eigenschaften, dann würde der Mensch ihm so ausschauen. Also die Hand fühlt ja viel mehr. Das heißt, in Zukunft werden die Roboterarme viel intelligenter werden, werden selbst fühlen und selbst reagieren. Und die Turbulent Solution legt das auf den Flügel um. Der Flügel ist kein starres Ding mehr, sondern der Flügel wird selbst fühlen und wird sich selbst verändern und auf Turbulenzen schnell reagieren, was natürlich die Flugsicherheit erhöht und Treibstoff spart. Dann komme ich eigentlich zu meinem letzten Gedanken. Die 10 Minuten sind schon wieder um, die ich gefragt wurde, hier einen kurzen Einblick zu geben. Und das letzte Statement, glaube ich, sollte uns auch zu denken geben. Ein ganz berühmtes Zitat von der Lauren Bacall, einer berühmten Schauspielerin, die eigentlich gesagt hat, dass Stillstand eigentlich der schnellste Weg ist, dass man zurückfällt. Und das versinnbildlicht noch einmal, wie schnell sich derzeit die Erde weiterdreht. Die digitale Disruption schreitet voran. IoT ist ein ganz wesentlicher Teil davon. Und wer sich da noch immer dagegen wehrt und sagt, wie wird es eh nicht erwischen, wir machen so weiter bisher, dem wird wahrscheinlich einmal die technologische Entwicklung überrollen. Insofern kann ich nur jeden ermuntern, der sich dieses Thema annimmt. Die Zuhörer hier haben Interesse im IoT, ich kann das nur begrüßen und kann nur einmal sagen, da gibt es genug zu tun, packen wir es an. Und damit darf ich wieder zurück übergeben. Herzlichen Dank, Michael, für deine Ausführungen, und wir wechseln in der Zwischenzeit den Speaker, und ich freue mich auf Thomas, seine Ausführungen zum Thema, was sozusagen aktuell schon möglich ist und wohin das Thema mit IoT in Zukunft gehen wird. Ja, hallo miteinander. Ich hoffe, ihr könnt es mal alle hören. Ich sehe euch leider nicht, immer wieder schwierig, so zu interagieren. Ich reise sehr, sehr viel in der Welt herum, und mir fällt auf, auch hierzulande oder in einigen Ländern stellt man sich heute über den Gesundheitszustand vor. Das ist eine sehr, sehr interessante Entwicklung. Deswegen habe ich mir heute auch gedacht, ich stelle mir auch so vor. Also hier sehen Sie meine aktuellen Gesundheitsdaten, natürlich neben allen Gs, den wir hier haben. Ich trage grundsätzlich Sensoren hier, die live meine Temperatur messen. Ich habe das gerade gemacht. Sie sehen alles safe, 36. Ich hoffe, das sieht man. 36, 71 Grad. Wir haben hier oben die Atemfrequenz, auch kein Husten, Lungenvolumen, alles okay. Die Smartwatch misst natürlich einige Dinge, und meine Kleidung hier ist komplett aus Sensoren. Und vielleicht in Wirklichkeit eher ein seriöser Hintergrund hier, ein reiner privater, hat gar nicht so viel mit eins zu tun, sondern ein reiner privater Hintergrund, dass ich an einer, sage ich mal, einer sehr, sehr seltenen Autoimmunkrankheit leide, und ich versuche meinen Körper
mit IoT Lösungen zu finden, um hier einigen Menschen helfen zu können. Deswegen bin ich Teil eines IoT-Ökosystems und das freut mich. Aber bevor es jetzt zu scary wird und bevor es jetzt zu persönlich wird, noch mal ganz kurz, was ist IoT in a nutshell? Alles hochkompliziert natürlich, aber es ist immer irgendwo ein Sensor. Also ich erkläre es jetzt vielleicht noch mal ganz kurz an meinem Beispiel. Mein Körper ist voller Sensoren. Ne? Dann brauche ich natürlich eine Hardware, die die ganzen Daten dann sammelt und weitergibt, beispielsweise hier. Diese Daten müssen immer übertragen werden, logischerweise. Das passiert über Konnektivität. Sie kennen 2G, 3G, 4G, 5G, Narrowband, Sigfox, whatever. Ja? Und das Ganze geht in die Cloud und in eine Software, die dann Daten analysiert, Daten aufbereitet, herzeigt. Oder auch beispielsweise Aktionen selbstständig vorschlägt und lostriggert, dann sprechen wir schon vom Machine Learning. Also wenn die Software zu sprechen und zu arbeiten beginnt, wenn die Hardware selber schon direkt Dinge selber entscheidet, ich komme später noch an so ein Beispiel, dann wird man reden von Machine Learning und Artificial Intelligence on the Edge. Weil die haben wir gar nicht so viel Zeit heute, können wir später noch besprechen. Aber schauen wir uns ein Beispiel noch einmal an. Wieder aktuell, letztes Jahr, Riesenproblem, Corona, Lockdown. Und das Problem waren natürlich sehr, sehr freundliche Securities und die Begrenzung der Leute in den Shops drinnen. Ja, ein Riesenthema überall, selbst bei uns am Land, in der Steiermark, beim Spar. Und einfach war für mich schwierig. Nicht? Das Kind muss im Auto warten, ich stehe in der Schlange. Und deswegen, wieder IoT hat eine sehr, sehr super Lösung hier hervorgebracht. Grundsätzlich, was hat man gemacht? Ultraschallsensoren in den Shops, dann hat man genau gesehen, wie viele Leute befinden sich. Wir sehen unten schon wieder immer das gleiche IoT-Ökosystem, das Ganze verbunden und das Ganze, Sie sehen hier auf der rechten Seite, wie beim Rewe in Deutschland beispielsweise, Sie können eintreten oder nicht und noch viel besser das Ganze auf eine App übertragen und bei dieser App sehe ich schon, jetzt ist ein guter Zeitpunkt zum Einkaufen, dann fahre ich genau zu dem Zeitpunkt zu dem Spar beispielsweise. Und was wäre Machine Learning jetzt? Machine Learning wäre quasi aus der Vergangenheit zu lernen, wann sind die beliebtesten Einkaufszeiten und dann eine Recommendation zu bekommen, fahr jetzt in einer halben Stunde zum Spar, dann wirst du frei sein und du brauchst nicht anstehen. Auf der rechten Seite hochinteressant ist, dass einer der ersten, die das haben wollten, Burton ist, und zwar in Stockholm. Und in Stockholm haben wir eigentlich gar keine Maßnahmen gehabt, aber die nutzen das natürlich für Analysen in den Stores und schauen einfach, wo müssen sie die Produkte platzieren. Also auch für das kann man diese Dinge verwenden. Und die Frage ist natürlich, und das wissen Sie alle, was wird im Moment alles vernetzt und analysiert? Eh alles. Michi Altrichter hat es vorher eh schon angesprochen. Aber in Wirklichkeit ist immer die Frage, warum macht man das Ganze? Und es würde jetzt einfach hier den Rahmen sprengen, wenn wir jetzt auf alles eingehen. Aber wenn jetzt zum Beispiel gehen Winterdienst, ist es sehr, sehr wichtig, dass man einfach sieht, sind die Straße schon überall geklint und wenn irgendwo ein Unfall passiert, dass man einfach dann schauen kann, wurde hier ausreichend geräumt beispielsweise. Dann in den Firmen logischerweise die ganzen Assets, die getrackt werden, natürlich zum Beispiel auch, dass sie nicht verloren gehen, dass man weiß, wo die sind. Im Güterverkehr logischerweise nicht nur, wo ist der Zug, wo sind die Waggons, sondern hochinteressanterweise auch, wie wurde die Beladung von den Kunden gemacht? Wenn die zu aggressiv war, dann werden die Container kaputt und das kann man hier schon raus analysieren, bis hin zu Gleisschäden, die man vorab erkennen können. Ja, Hunde vernetzen wir dann, ganze Gebäude logischerweise, um Feuchtigkeit rauszufinden, Taxis, Müll, das ganze Waste Management, ein Riesenthema für sich, die Smart Cities, bis hin zu Hydranten. Hydranten, man glaubt es gar nicht, ich habe das selber vorher gar nicht gewusst, dass da oft einmal Wasser gestohlen wird oder der Hydrant nicht funktioniert und deswegen vernetzt man heutzutage auch Hydranten. Auf der rechten Seite finden Sie noch ein schönes Beispiel beim ÖAMDC und zwar, wie hier Machine Learning auch helfen kann. Also hier werden unterschiedliche KPIs berechnet, grundsätzlich Wetter und Jahreszeit und man das System lernt und kann dann den Leuten da zeigen, wann finden die größten Peaks statt, wenn die Autos auf der Strecke bleiben. Also sehr, 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 sehr super Lösung und somit kann man auch die Mitarbeitereinsatzplanung besser machen. Also, was soll ich sagen? Technologisch, und ich mache das jetzt wirklich schon sehr, sehr lang, es ist in Wirklichkeit alles möglich, was man sich nur vorstellen kann irgendwie. Oder ich sage auch immer, was man sich vielleicht gar nicht vorstellen will. Ja? Alleine die letzten 2 Jahre, ich habe ein paar Beispiele rausgepickt, Sie sehen natürlich links ein sehr, sehr großes Thema, Gehirnstromanalysen, ne? Grundsätzlich auch im Healthcare-Bereich zu schauen, am Kopf, unterm Kopf, weil man hier im Stroke, im Herzinfarktfall sehr viel sehen kann. Sie sehen hier oben auf dem zweiten Bild, wie Calico, also eine Firma der Alphabet, daran forscht, das Leben zu verlängern. Da darf ich nicht allzu viel sagen drüber. Es ist absolut
crazy, was in Stanford in den ganzen Studienbereich abgeht. Hier natürlich sehen Sie ein Smart Helmet, Smart Glasses Projekt, aber da werden grundsätzlich hauptsächlich Technologie- und IoT-Produkte am laufenden Band entwickelt. Und Sie kennen auch rechts unten den Boston Dynamics Hund, aber von diesen Hunden gibt es mehrere. Ursprünglich war der für einen sehr guten Zweck eingesetzt, und zwar, man hat hier auf Ölbohrinseln einfach für Sicherheit gesorgt. Und mittlerweile war ganz in, dass der jetzt herumrennt und schaut, ob die Leute Abstand halten und so weiter. Sie haben das vielleicht im Fernsehen gesehen. Aber ich habe mehrere dieser selbstlebenden Artificial Intelligence Robots gesehen. Und einer davon, der hat mich fasziniert, der war das Problem ein bisschen zu zeigen. Also diese Geräte entscheiden über Machine Learning und AI on the Edge selber, was sie machen und lernen und lernen. Und ich habe hier ein sehr schönes Beispiel selber gesehen, nicht? Wo in einem großen Park der Roboter quasi für die Müllsammlung, dass der immer sauber ist, verantwortlich war. Weil das Problem ist halt, dass er nach wie vor, also zu dem Zeitpunkt, wo ich dort war, nicht erkennen hat können, ob das ein Spielzeug von einem Kind ist oder die halbe Cola-Flasche von der Mutter. Und der hat sie aggressivst weggenommen. Also hier sehen wir schon noch, dass hier einiges an Zeit benötigt, aber die Maschinen lernen. Und was man hier auch noch sieht, umhören wahrscheinlich nicht, macht aber gar nichts. Aber ich hoffe, Sie hören mir jetzt noch. Also jeder redet ja gerade von dem Tesla-Bot. Aber ich habe mir gedacht, ich nehme einen eigenen, und was ich hier mache grundsätzlich ist, ich habe mein Gespräch geführt mit einem Bot von Abraham Lincoln, und natürlich, man kann hier jede Person grundsätzlich machen. Das war vor 3 Jahren, sehr, sehr gutes Gespräch auf Basis von Artificial Intelligence, und genau, und auch zum Bot, ja, mir gefällt auch dieses Beispiel sehr, sehr gut. Also wo man hier relativ schön sieht, Da passiert sehr, sehr viel in der Entwicklung. Und natürlich ganz, ganz was Einfaches, was Sie rechts unten sehen, diesen Chip. Also super simple Sache. Ich habe lange in Stockholm gearbeitet. Geht man hin, 60 Euro kostet das Ding nicht. Und dann kann man damit die Tür aufmachen und solche Geschichten. Also kann man machen, muss man aber nicht. Und wir haben ja vorher eingangs schon ein bisschen gesprochen, wie uns manche Dinge quasi unser Verhalten verändern, aber auch IoT verändert unser Verhalten schleichend. Das wäre ein eigenes Thema, ein Lieblingsthema von mir übrigens, an sich. Aber natürlich ändert es das Verhalten, wie wir Auto fahren, wie wir trainieren, wie wir shoppen. Nicht? Da gibt es diese Dash-Buttons, Sie kennen das. Wie man battelt, nicht? Wie man schwierige Dinge. Nicht? Das Militär ist immer sehr, sehr vorne mit Technologien. Und wie man lebt, logischerweise, wie man arbeitet. Aber da ist es ein eigener Punkt für sich. Aber sogar, wie man heutzutage am besten schläft oder sogar, wie man Babys macht. Und was ich Ihnen vorher gezeigt habe, hier, ich habe hier quasi einen Chip, mit dem ich meine Körpertemperatur auf Echtzeit gemessen habe. Aber ursprünglich hat dieses geniale Startup diese Idee geboren, um den genauen Temperaturzeitpunkt rauszufinden, um eben schwanger zu werden. Und es ist eine sehr, sehr gute Geschichte. Und natürlich gibt es jetzt auch viele Use Cases natürlich auch, wo man das auch verwenden kann. Wichtig, Sie brauchen das nicht durchlesen, aber mir ist immer ganz, ganz wichtig, dass wir alle, die in diesem Bereich arbeiten, eine sehr, sehr große Verantwortung haben. Und aus meiner Sicht, und ich werde jeden Tag, wenn ich aufstehe, jeden Tag dafür einstehen, dass wir versuchen müssen, mit Digitalisierung, Machine Learning, Artificial Intelligence und IoT oder whatever, einfach zu schauen, dass wir einen Beitrag leisten, um das Leben ein bisschen sicherer, ein bisschen gesünder und besser für die Leute zu machen und sicherer. Und wir müssen uns, oder auch größere Dinge wie Klimawandel, Kriminalität und Krankheiten, uns beschäftigen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wir werden wahrscheinlich nur ein paar Generationen hier sein auf dieser Erde. Und deswegen müssen wir einfach alle dafür schauen, wie in der Technologie, dass wir Dinge bauen, die uns wirklich weiterbringen. Und deshalb habe ich nur 2, 3 Beispiele, und dann komme ich auch schon zum Schluss, die mich im Moment sehr, sehr faszinieren. Sie sehen auf der linken Seite Hut und Stiel. Das finde ich besonders interessant in aller Kürze. Dieses Startup nutzt den alten Kaffeesud von den Kaffeemaschinen, um mit einer speziellen Technologie, wo man natürlich da mit Sensoren und mit Temperaturfühlern ein Environment schafft, um neue Lebensmittel zu erzeugen. Okay? Das heißt, aus Müll, aus Kaffeesud wird hier Speisepilze kreiert. Und das ist hochinteressant. Die haben auch eine Website und kann man selber zu Hause machen mittlerweile, und schmeckt ausgezeichnet.
Rechts oben sehen Sie WillGuard, ein Projekt, das mir auch persönlich sehr am Herzen liegt, weil ich nie gewusst habe, wie groß das Problem ist, dass Sie Radschrauben lösen. Aus Vandalismusgründen, aber auch, weil Sie sie lösen. Ne? Ich bin jetzt kein Automechaniker. Aber wie gesagt, dieser Entrepreneur hier aus Deutschland hat eben einen Vorfall gehabt, auch mit seiner Frau, und hat aufgrund dessen die smarte Radschraube erfunden, die einfach einen Alarm gibt, das weiterleitet an ein Gerät im Auto und dann sofort einen Alarm gibt. Jetzt noch nicht, dass das Auto automatisch stehen bleibt, aber sofort den Autofahrer einen Alarm gibt und sagt, Achtung, das ist wirklich gefährlich, bitte stehen bleiben. Und gestern habe ich da mal wieder das reingenommen, gestern ein Riesenproblem, es ist nicht nur die Umweltverschmutzung im Meer, sondern gestern ist wieder eine Pipeline gecrashed und wir haben Ölaustritt. Und Freunde von mir haben diese Lösung erfunden, die mir sehr, sehr gut gefällt ist. Also die mit Satelliten spüren die alle diese Pipeline-Lags und Oil-Lags auf. Und mit Machine Learning werden dann Current, also die Strömungen, quasi mitberechnet, das Wetter und der Wind und alle möglichen Dinge. Und man weiß ganz genau, wo sie die hin ausbreiten. Ein riesengroßes Team. Und natürlich auch Bienensterben zu bekämpfen. Aber ganz, ganz wichtig ist, und jetzt komme ich zum Ende, ist die unbegrenzte Möglichkeit der Wearables. Und Wearables sind zwar lustig, jeder hat seine Smartwatch oder andere Wearables, aber grundsätzlich ist es so, was man hier mit Wearables machen kann, ist sehr, sehr wichtig, um eben ein Riesenthema der Child Obesity, also der Fettleibigkeit der Kinder, entgegenzuwirken. Oder auch Autismus, dass man eben aus dem Wearable schon vorher und mit Machine Learning Reaktionen über die Herz- und Atemfrequenz erkennt beispielsweise und dann den Eltern schon sagen kann, mit deinem Kind ist irgendwas. Also Autismus in Jugendalter und Traumapatienten, sehr, sehr wichtig. Und Zeit Medical, Freunde von mir aus dem Silicon Valley, haben jetzt gerade ihr erstes Stroke-Band quasi gelauncht, um eben ein Riesenthema in den US und ich glaube in anderen Teilen der Länder auch, quasi diese Strokes, was ist Strokes, müsste so, diese Herzinfarkte und Schlaganfälle in der Nacht quasi in den Griff zu bekommen. Und das war's von meiner Seite. Ihre Fragen haben Sie dann wahrscheinlich im Chat. Ich übergebe zurück an meinen lieben Kollegen, den Peter. Und der kann jetzt so ganz kurz zeigen, wie es weitergeht heute. Danke euch alle und wir sehen uns bald. Danke Thomas und danke Michael schon vorher für diese sehr interessanten Ausführungen. Es ist schon sehr faszinierend zu sehen, welche Möglichkeiten mit IoT aktuell schon gegeben sind und was es in Zukunft auch noch geben wird, auch speziell im Humanbereich, was natürlich auch sehr viele Fragen aufwirft. Und eine der Fragen ist auch aus dem Publikum gekommen, ist IoT gefährlich? Also ich glaube, Thomas, die Frage ist ganz eindeutig an dich gerichtet. Moment. Ist IoT gefährlich? Ich habe es vorher kurz erwähnt. Ne? Es ist immer wichtig, was macht man damit, was ist der Zweck dahinter. Ja? Und es ist so, dass es meistens eine politische Entscheidung ist. Das ist sehr, sehr wertfrei zu betrachten, was man machen kann. In Singapur sind Dinge schon vor 6, 7 Jahren entwickelt worden oder auch im Einsatz, wo ich mir gedacht habe, da würde ich mich fürchten davor. Es ist ein Zusammenspiel aus Technologen, so wie immer, aus Politik und aus großen Technologiefirmen. Mhm. Okay, danke für die Antwort. Eine weitere Frage, die ist ganz gut an den Michael zu adressieren. Wo seht ihr die hottest IoT-Trends am Markt bzw. in der Startup-Szene? Na, das ist natürlich die Gretchenfrage, ja, nachdem jeder sucht das Golden Nugget. Aber ich glaube, dass das eigentlich viel breiter ist. Es gibt sehr, sehr viele Anwendungen und ich glaube in jedem Bereich, ob das jetzt in Health ist oder im Building-Bereich, im Gebäudebereich, ich glaube, es gibt so viele verschiedene Anwendungsbereiche und für jeden Anwendungsbereich gilt, dass man sich halt auf ein spezielles Segment fokussieren soll. Und ich glaube, das ist, ich habe es vielleicht kurz erwähnt, auch in meinem Talk, das ist schon die Chance, nachdem es so viele Dinge gibt, die noch erfunden werden und gerade umgebaut werden, dass die Chance im IoT-Bereich verglichen mit allen anderen Geschäften oder vielen anderen Geschäften im Startup-Bereich, die Chance ist relativ hoch, dass man hier wirklich trifft, wenn man sich das richtig überlegt, dass der Markt passt, Konkurrenzumfeld und so weiter. Da hat man derzeit auch einen sehr schönen Aufwärtstrend. Also IoT an sich ist auch für mich als Investor schon relativ interessant, weil es noch sehr, sehr viele Chancen gibt, verglichen mit den Risiken, die es dabei gibt. Okay,
Also da gibt es noch eine weitere Frage, die da anschließt, die ich sehr interessant finde, und zwar IoT-Technologien sind sehr Start-up-getriebene Themen. Du hast ja gesagt, es gibt eigentlich eine überschaubare Anzahl an Startups weltweit, 1200, aber die sind halt sehr stark in der Softwareentwicklung und in der Device-Entwicklung verhaftet. Brauchen uns aber primär etablierte Unternehmen, das heißt, um effizienzsteigernde Maßnahmen durchzuführen, um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Also wie kann hier Win-Win-Situationen in der Zusammenarbeit geschafft werden? Also du wirst das ja mit Sicherheit aus anderen Start-up-Konstellationen mit Unternehmen kennen. Gibt es hier Unterschiede zur IoT-Start-up-Szene, was die Einbindung in Enterprises anbelangt, oder siehst du das so wie bei anderen Start-ups? Also Das ist sehr ähnlich überhaupt in der gesamten Startup-Szene. Die Frage taucht sehr oft auf, wie denn Startups mit Unternehmen zusammenarbeiten. Und ja, das ist ein heikles Thema. Da kann man sehr viel kaputt machen. Ja. Auf der anderen Seite ist auch die Chance sehr groß, weil natürlich beide Seiten Vorteile haben. Und der Vorteil vom Startup ist ganz einfach, das darf sich neu erfinden, das darf einen kompletten Bauchfleck hinlegen. Sagt hoppala, Krone richten, aufstehen, weitergehen und kann wieder von vorne beginnen. Das kann sich typischerweise ein Corporate nicht leisten. Ja. Und ich glaube, das ist eine der Stärken und der Startups. Und somit kann das Startup völlig on the scratch neu mit einer Idee beginnen und so rasante, technologisch getriebene Bereiche wie eben IoT, da braucht es eben dieses ganz schnelle, verrückte Denken. Ich glaube einmal an irgendeinen bestimmten Markt und fange mal an und schaue dann einmal, ob es was draus wird oder nicht. Und wenn nicht, probiere was anderes. Entschuldigung, das ist, glaube ich, der Vorteil vom Startup. Und wichtig meiner Meinung nach ist, wie Peter richtigerweise gesagt hast, die Unternehmer oder die Corporates sind dann oft die Kunden. Also da braucht es einen Schulterschluss, eine enge Zusammenarbeit. Und deswegen ist so wichtig, dass das Corporate sich auch genau überlegt, was will ich in diesem Bereich erreichen? Will ich mich an Startups beteiligen? Brauche ich eh nur die Technologie? Brauche ich die Leute? Brauche ich die Idee? Brauche ich die Patente? Da ist jedes Unternehmen gut beraten, sich zu überlegen, wie gehe ich das an? Traue ich mir zu, dass ich das selber alles entwickle, alles implementiere, diese Wohlstand-Daten zu verarbeiten, oder verlasse ich mich da auf Spezialisten? Und der Spezialist kann ein Startup sein oder kann ein Corporate sein. Okay, ich glaube, ja, absolut interessant und nachvollziehbar, was du hier sagst, weil das führt mich gleich zur nächsten Frage, die wir bekommen haben. Und zwar, Spezialisten brauchen Qualifikation, brauchen Ausbildung. Was ist quasi im IoT-Bereich so notwendig, dass die Zukunft quasi gut gestaltet werden kann in der Entwicklung dieses Themas, ausbildungsseitig? Also das Thema Ausbildung ist ein sehr umfassendes Thema. Da gibt es meiner Meinung nach noch auch einen sehr großen Lücken- oder Aufholbedarf. Im Wahrheit haben wir seit Maria Therese unser Schulsystem nicht mehr reformiert. Und da gehören sehr viele Dinge gemacht. Ich bin der Meinung, oder ich bin ein starker Verfechter der Entrepreneurin Weg zum Beispiel, die ja jetzt Gott sei Dank auch umgesetzt wird, wo man also schon in niedrigen Schulstufen damit beginnt, unternehmerisch und technologisch zu denken. Warum ist Österreich im Skifahren so gut? Weil jeder Skifahren geht. Ja? Also, und wenn wir dreimal auf Skikurs fahren in der Schullaufbahn, wenn wir dreimal eine Woche haben, wie man Unternehmer wird und wie man Disruptionen umsetzt, dann glaube ich, hätten wir hier einen viel größeren Pool und könnten genauso wie beim Skifahren in die Weltspitze andocken. Also das Thema Ausbildung ist ein sehr wichtiges. Da finde ich, da wird noch immer zu wenig getan. Und das Thema Ausbildung geht alle an, nicht nur die öffentliche Hand, nicht nur die Schulen von der Primärstufe bis zum tertiären Bildungssektor, sondern es bedarf auch den Corporates und es bedarf auch der Eigenverantwortung. Auch Corporates sollen natürlich in dem Bereich den Leuten eine Ausbildung geben, aber auch jeder selbst ist dafür verantwortlich, dass er eben halbwegs am Ball bleibt, was schwierig genug ist. Die schnelle Umwälzung ist es ja kaum schaffbar, nicht einmal für Nurse und Spezialisten wie uns eins, dass man da halbwegs am Ball bleibt. Mir bleibt auch immer wieder der Mund offen, wenn irgendein Founder oder Founderin wieder was Neues erzählt und ich brauche einmal Zeit, what the heck, it's going on now. Also das ist wirklich auch Eigenverantwortung, dass man da halbwegs am Ball bleibt und den Überblick behält, was sich da gerade an crazy things, der Dingen abspielt. Okay, das ist ein gutes Stichwort, das mit der Eigenverantwortung. Ich glaube, die nächste Frage wird sich an den Thomas richten, weil der quasi ja, selbst auch betroffen ist davon, wie wir heute erfahren haben. Also was ist, wenn wir messen die Vibration von Maschinen, wir messen biochemische Prozesse in unserem Körper. Wer ist jetzt letztendlich für die sichere Datenhaltung verantwortlich? Bist das du als Nutzer von solchen Devices? Der Anbieter,
Also wie schaut dieses Datenökosystem aus, dass die IoT-Daten, die entstehen, nicht in falsche Hände gelangen und auch nicht sozusagen missbraucht werden können? Also das ist ein guter Punkt. Könnten wir auch wieder eine halbe Stunde reden, drüber mindestens. Also wichtig ist, dass man die meisten IoT-Ökosysteme sind nicht secure. Das ist vollkommen richtig, ja? Weil sich auch keiner darum kümmert. Ja? Sehr viele Dinge sind sehr, sehr leicht hackbar mit einfachen AD-Commands. Grundsätzlich aus meiner Sicht ist schon der die Komplettlösung, also ein IoT-Ökosystem wird immer mit mehreren Partnern gebaut. Ja? Also mit einem sogenannten Ökosystem oder mit mehreren Partnern, einem Systemintegrator, Software, Hardware-Lieferant und so weiter. Wichtig ist hier, dass man wirklich einen dazu beauftragt, der sich das Security-Dinge anschaut. Das ist sehr, sehr wichtig. Und natürlich gibt es gewisse Richtlinien, die kennt man eh alle. Es gibt jetzt auch EU-Richtlinie. Ich habe es noch nicht ganz durchgelesen über die Anwendungen und Grenzen zu künstlicher Intelligenz. Also es gibt hier auch Vorgaben und die ganzen GDPR-Dinge und so weiter. Aber ganz, ganz wichtig, ich sehe sehr, sehr viele IoT-Ökosysteme, wo man sehr auf die Security. Bitte, ja, Michael hat gerade auch schon was dazu zu sagen. Ja, vielleicht, ich weiß, ob die Zeit noch erlaubt, aber da möchte ich nur einen Gedanken jetzt anbringen. Ich finde deine Frage sehr spannend gestellt, Peter. Ja. Die Frage lautet nämlich, was passiert mit den Daten? Haben wir da ein Risiko, ein Datenschutzthema? Das ist eine typische europäische Frage. Ja. Der Amerikaner würde fragen, hey, die Daten, das ist das neue Gold. Was können wir mit den Daten machen? Der Europäer ist da immer sehr datenschutzbewusst, was natürlich gut ist. Ja. Natürlich muss man sich darüber Gedanken machen, aber man soll sich da nicht bremsen lassen. Die Chance, Daten zu nutzen, ist größer als das Risiko, dass damit Missbrauch gemacht wird. Ja, der wird auch passieren, aber ich glaube, die ganz wesentlichste Frage ist, dass uns wir einmal und auch das auch international, weltweit uns einigen, wie wir Daten verwenden dürfen, wer Herr dieser Daten ist. Kann das in wenigen Facebooks, die ja Personen geführt sind, eigentlich konglomeriert, darf das eigentlich sein oder wer soll denn diese Daten alle haben und verwenden dürfen? Sollte das öffentliches Gut werden? Wenn ja, wer zahlt etc.? Also da gibt es eine Vielzahl von Fragen und eine dieser Fragen, wie ist der Datenschutz? Aber noch einmal, ich glaube, dass der Datenschutz zwar wichtig ist, aber nicht die allerbrennendste Frage, die wir im Bereich dieser Datenwulst lösen müssen. Okay, danke.